Haben wir alles, was ich machen wollte? Ich glaube ja. So, der Counter hier unten, der ist auch für die Katz, gell? Na, egal. Ich glaube, wir schaffen die 5 Folgen wieder, wenn wir in diesem Format weiterarbeiten. Ich glaube, das ist ganz gut. Und hier drinnen können wir uns im Prinzip das sparen, was wir da unten gemacht haben. Das heißt, der Move, den sparen wir uns. Der kommt wieder raus. Und hier drinnen machen wir eigentlich nur noch einen plumpen Subscribe bzw. Unsubscribe. Die Entity braucht eine View Range. Spot ist aus, deshalb mache ich mal kurz das da. Hilft aber nichts. Ja, der Spot. Den mache ich jetzt mal anders. Das machen wir nämlich jetzt mal ohne Timer. Das machen wir. Welche Farbe hättet ihr denn gerne? Könnt ihr jetzt abstimmen, welche Farbe es wird. Move Chunk haben wir nicht mehr. Wir haben. Ach Mist, habe ich jetzt gelöscht, ne? Mist. Resource Manager Instance Entity Cache Unsubscribe Planet Index ist New Index 2 aus Entity Position Chunk Index View Range, weiß ich nicht, hardcoded. Und gleichzeitig machen wir einen Subscribe auf Planet bla bla. Position. Chunk. Index. So. Blau. Blau habe ich ja gemacht. Ist ja blau. So, und jetzt ist die Frage: Wollen wir das hier oben irgendwie hardcoden oder macht das die Entity? Wir können natürlich einen Schritt weitergehen und können sagen: Wir haben ja jetzt eine Permanent Entity. Wir haben eine extra Klasse, eine extra Basisklasse für permanente Entities, also warum nicht? Warum machen wir hier nicht ein Property rein? Das heißt Activation Range. Es ist explizit was für Permanent Entities. Das können wir im Prinzip sogar. Das, ja, das machen wir doch, dass wir hier quasi mit einem Permanent Entity, dass wir das beim Konstruktor schon festlegen. Oder noch besser, dass wir. Nee, gar nicht besser. Das ist gut so. Dann machen wir das mal so. Int Activation Range. Gehen wir im Konstruktor mit. Und Activation Range ist quasi Activation Range. Dann kann man das auch nicht mehr ändern. Das würde dann so weit gehen, dass man. Machen wir da fast ein Feld draus, oder? Dann machen wir doch ein Read-Only. So. Dann haben wir ein Feld. Das ist Read-Only, das heißt, das kann nie wieder verändert werden. Aktivierungsradius. Punkt. Passt. So, das heißt, wir legen das einmal fest. Und das Schöne ist, dass das jetzt zwar hier im Konstruktor ist, aber wir können im Prinzip hingehen und können sagen, hier beim Player. Haben wir überhaupt einen Player-Konstruktor? Ja, haben wir. Können wir das einmalig festlegen. So, dann erreicht das niemals den Spieler drumherum. Wir könnten hier sogar eine Konstante reinmachen, so wie wir das hier mit den anderen Sachen schon gemacht haben. Public const int activation range. Und übernehmen die. Also, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ist eine andere Frage. Das können wir vielleicht auch über die Settings nochmal irgendwann regeln. Aber das wäre damit schon mal ganz gut geregelt. Stimmt den Aktivierungsradius eines Spielers. So. Activation Range. So, dann haben wir das schön verpackt. Das Ganze ist dann hier drinnen. Wir haben eine Konstante dafür und können dann im Entity Host leider nicht drauf zugreifen, weil wir im Entity Host bisher mit Entitäten arbeiten und nicht mit Permanent Entities. Was wir aber ändern sollten. Das. Nee, was wir vielleicht nicht ändern müssen. Ah, schwierig, schwierig. Weil da kommt ein neues Problem auf uns zu. Wir haben ja das Problem, der Host ist ja im Moment unsere Physikberechnung für alles. Und wenn wir jetzt hier drinnen speziell auf Permanent Entities eingehen, dann haben wir später das Problem, dass wir bei der Entity, beim Entity Cache hier ja auch die Physikberechnung machen müssen. Hier haben wir es ja. Ah, nee. Das hat damit nichts zu tun. Aber die Entities haben zwar ein Update, aber die Entities berechnen sich selber ja aktuell nicht.
Das heißt, die physikalische Einwirkung wird nicht durch die Entity berechnet, sondern die wird von dem Host im Moment noch berechnet. Also im Moment braucht jede Entity, die sich irgendwie physikalisch bewegen will, braucht den Entity-Host. Dann ist es die Frage, ob wir einen Entity-Host hier drinnen einrichten wollen oder nicht. Ja. Deswegen also die Grundsatzfrage, ob die physikalische Berechnung hier drin sein sollte oder nicht. Also im Moment ist es einfacher, einen Entity-Host hier reinzufummeln. Also dass hier unsere X-Klasse einen Entity-Host hält. Hier haben wir die Entity, aber eben noch kein Host. Ja, ich fürchte, wir brauchen den Host, weil der Host nämlich auch so Sachen hält wie hier ein Local Chunk Cache zum Beispiel. Und der Local Chunk Cache ist halt zwingend erforderlich für die physikalische Berechnung, weshalb ich die im Moment nicht in die Entity machen will. Naja. Okay, vielleicht brauchen wir einen Entity Host. Aber wir haben ja noch den anderen, diesen Actor Host. Den könnten wir eigentlich mal ummünzen und könnten dem sowas wie ein Permanent Entity Host zuordnen und könnten dann. Will ich das haben? Ist ja auch nochmal eine spezielle Nummer. Mann, 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 Mann. Weil meine Überlegung nämlich auch gerade noch in Richtung KI geht. Die KI braucht ja auch eine Möglichkeit, die Entity zu steuern. Und die KI wird eine ähnliche API haben wie der Player auch. Dass wir quasi wie beim Input-Set, das wir damals hatten, hier, dass die KI die Möglichkeit hat, sich fortzubewegen. Also dass man quasi eine physikalische Fortbewegung hat, indem die KI nach vorne drückt. Und dann haben wir halt die einen Ausgabeparameter und die müssten dann halt auch irgendwie hier mit drinnen sein. Und das ist die Frage, wie wir das machen. Der Player hat jetzt halt diese Dinge. Ich weiß gar nicht, ob wir noch ein Interface dafür hatten. Der Player Controller, das Ding hier. Nee, das ist es nicht. Okay. Naja, wie auch egal. Wir kümmern uns erstmal hier rum. Im Entity Host wollte ich eigentlich was gerade tun? Beim Update das hier aus dem Player rauslesen. Machen wir das mal so. Activation Range sollte der die Entity, die wir haben, ein, was wollte ich haben? Permanent Entity sein, dann ist Activation Range Entity as Permanent Entity Punkt Activation Range. Ansonsten irgendein Fallback 1. Obwohl, wenn das keine Active Entity ist, dann brauchen wir das ja auch nicht machen hier. This is actually. Ja, Mist. Also, das ist ja eine Bedingung eigentlich, dass wir das hier so machen. Das ist eine Und-Bedingung. Ich will das nicht verschachteln. Machen wir das lieber dann lieber so. Also diesen ganzen Schlamassel hier, den machen wir nur, wenn es sich um eine Permanent Entity handelt. Und dann kriegen wir das hier raus. Sehr wahrscheinlich müssen wir das noch anders kapseln. Das ist jetzt nicht schön. Weil. Ja, das ist jetzt so verwurschtelt. Also gefallen tut es mir nicht. Aber im Moment sind halt noch alle unsere Entities im Entity Host. Und deshalb muss ich das jetzt leider mal kurz so machen. Das wird sich wahrscheinlich später relativieren. Das heißt, permanent Entity noch notwendig. Nur damit wir das später, also im späteren Zeitpunkt, auch nochmal überprüfen können. Also, ob der Code halt noch notwendig ist. Gut.
Gut, also das sollte jetzt dafür sorgen, dass das Ding hier richtig funktioniert. Beziehungsweise wir müssen jetzt hier an der Stelle nochmal gucken. Es gibt ja ein Init irgendwo, hoffe ich. Jawohl. Und der Init müsste die Position festlegen. Also das müsste jetzt hier ein ResourceManager.instance.EntityCache.subscribe auf die aktuelle Position sein. Planet. Da. Weil da kommt die Entity auf den Planeten. Das heißt, das ist der Initiator. Natürlich mit der entsprechenden. Oh, Fug. Okay, das nervt. Das muss irgendwie anders funktionieren. Wir brauchen eine Spezialisierung des Entity Hosts dafür. Sonst werde ich hier wahnsinnig. So. Und einen Unsubscribe brauchen wir auch beim Remove. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Event unload. Wir haben. Okay, passt. So, und dann brauche ich das hier noch. Okay, das ist ein bisschen umständlich. Das hätten wir schön haben können. So, das nehme ich mal mit nach unten. Also effektiv sorgt das Ding natürlich jetzt dafür, dass wenn die Entität neu ist, dass im Umkreis erstmal die ganzen Entitäten geladen werden. So. Und entladen sollen sie auch werden. Das gibt hier ein Unload. Und da würde ich dasselbe auch machen, nur eben mit dem Unsubscribe. Unsubscribe. Damit die Entitäten auch wieder freigegeben werden. Wunderbar. Gut. Das heißt, das Ganze informieren. Entitäten informieren jetzt den Entity Cache. Das ist gut. Das ist gut. Kommt der kompliziertere Teil, nämlich das Laden der Entities. Wir wissen jetzt an der Stelle, welche Chunks geladen werden müssen. Das sind im Prinzip alle, die einen Passive Counter haben, also im Prinzip alle Keys, die hier drinnen sind. Die Frage ist, wann? Und die Frage ist, wie? Wir haben diese globale Liste, das ist mal noch fraglich, ob wir das so haben wollen. Letztendlich werden wir früher oder später eine Möglichkeit brauchen, um Queries auf die Sache da drauf zu machen, ohne dass wir alle Entitäten durchsuchen. Also es wird später, gerade für die Kollision, die Notwendigkeit haben, dass wir eine Chance haben, Spieler. Achso, die sagt Background Thread, definitiv. Das Problem ist nur, dass es zu viele überschneidende Calls gibt an der Stelle. Also ich kann natürlich jetzt jedes Mal, wenn ich hier einen Ladeprozess oder wenn ich feststelle, ich müsste was laden, hier zum Beispiel, kann ich natürlich einen Task starten, der genau das tut. Aber früher oder später hätte ich dann, glaube ich, ganz, ganz viel zu tun, weil letztendlich, sagen wir mal, die View Range von 4 würde an der Stelle jetzt eine Queue von 16 Tasks starten. Weil wir haben ja 4x4, mehr sogar, viel mehr. Ist ja effektiv 9x9. Also 81 Tasks beim Initialen. Das dauert eine Weile. Und gleichzeitig haben wir das Problem, dass wir erst einen Unsubscribe machen und dann einen Subscribe. Also, das würde bedeuten, ich habe einen Spieler. Der hat eine View Range von 4. Ich lege den irgendwo hin. Also, ich starte den und dann lädt der erstmal eine Queue von 81 Chunks. Gleichzeitig bewegt sich der Spieler dann irgendwann. Sagen wir mal, wir haben 70 von 81 geladen. Der Spieler bewegt sich. Jetzt mache ich, dadurch, dass ich einen Chunk wechsle, einen Unsubscribe auf die ersten 81 und subscribe weitere 81. Davon gibt es aber Überschneidungen. Wenn ich also instant hier einen Task starte, habe ich das Problem, dass ich eine Queue von Tasks habe. Zum einen die 81, die mir sagen, lade mal alles, die noch übrig sind vom vorherigen Task. Dann komme ich mit einer Liste von 81 Unloads, weil durch den Unsubscribe werde ich feststellen, die 81 müssen entladen werden. Das heißt, ich muss die entladen, die ich noch gar nicht geladen habe. Und dann kommt plötzlich wieder eine Liste von 81 anderen Ladungen, wobei davon natürlich knappe 72 deckungsgleich sind, mit denen, die ich vorher versucht habe zu entladen. Also ich brauche irgendwo einen Mechanismus, der am besten single-threaded, das wäre ziemlich cool, der quasi irgendwo eine Queue abarbeitet
Die. Wie machen wir das? Also vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass wir hier irgendwo eine Liste haben von Index 2en. Also im Prinzip das, was der Reference Counter macht, nur eben mit einem Bool, also quasi ein Dictionary of Planet Index 2 zu Bool, der von einem Background Thread ständig überwacht wird, ob es neue Einträge gibt, die Achso, ein Bool reicht vielleicht gar nicht aus. Also, das Dictionary macht, glaube ich, Sinn. Also, ein Dictionary von Planet Index 2, das auch in einem Background Thread ständig gelockt wird, um sicher zu sein, dass es da keine Überschneidung gibt. Das prinzipiell eine Liste von Sachen hält, die entweder. Okay, also eine Idee. Ich mach das mal ganz kurz, um zu sehen, ob wir da auf einer Wellenlänge sind. Ich mache ja mal ein Private Enum. Ding in State, keine Ahnung, Loader State to load. Ready. To unload. So, das sind so quasi die verschiedenen States, die wir haben können. Aber das kann ja alles parallel passieren, das nervt mich ein bisschen. Okay, also Dictionary Planet Index 2 to, na Quatsch, Loader State. Loader States. Keine Ahnung. Weiß noch nicht genau. So, dann haben wir das Dictionary. Und jetzt könnten wir theoretisch da, wo die Chunks laden müssen. Das passiert hier. Haben wir quasi einen. Stellen wir fest, dass es der Lock müsste ja eigentlich draußen passieren. Nee, machen wir hier rein. So, log auf loader states. So, if loader states contains i, not contains, Entschuldigung. Da müssen wir einen erzeugen, loader state add i, und zwar mit dem state to load. Das heißt, wenn er noch nicht da ist, dann wollten wir contains key. Wenn er noch nicht da ist, dann wollen wir, dass er geladen wird. Wenn er schon da ist, dann gucken wir. Was, wenn er schon da ist, heißt das, er ist entweder schon geladen, was eigentlich nicht sein darf, weil wir ja hier nur einmal reinlaufen dürfen. Also wenn er da ist, dann ist er entweder ready oder to unload. Wenn er to unload ist, dann dann soll er im ready state bleiben, weil to unload bedeutet, dass er entladen werden sollte. Oh Gott. Wir haben mehrere States, die wir da durchlaufen. Letztendlich können wir auch mitten im Entladeprozess sein. Das macht die Sache aber dann wirklich fies. Mal gucken, wie wir das machen können. Die Überlegung wäre jetzt. Wir machen so mal ein. Subscribe, unsubscribe. Lass uns mal die Methode machen, die den Background-Thread betreiben würde. Loader-Loop nenne ich es mal. Klassiker.
So, im Grunde sollte der ja dann quasi alle Flags suchen, die. Ne, to load mach ich jetzt mal. To load, das heißt die Loader States. Was? Where state value gleich to load. So, die würden wir dann durchlaufen. Der Log kommt noch, keine Sorge. Ich versuche jetzt nur gerade erstmal in meinem Kopf zu überlegen, was wir da eigentlich machen. So, dann machen wir eine for each über to load. Item.value, das ist irrelevant. Eigentlich brauchen wir Item.key. So, das heißt load Item-Key. Das dauert aber eine Weile. Das heißt, eigentlich könnten wir an der Stelle schon rüber wechseln und den State verändern. Theoretisch müssen wir das sogar noch ein bisschen krasser machen, dass wir quasi Achso, die muss weg. Das ist fies, weil du bist der Mann, der meine Fehler findet. Aber ich wünsche dir eine gute Nacht. Schön, dass du da warst. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Okay, also wir müssen jetzt hier irgendwie. Ich kann natürlich jetzt diesen einen Eintrag locken, bis es geladen ist, was natürlich wieder Quatsch ist. Oder. Oder wir holen uns den ersten Eintrag raus. Wechseln da auf Loading. Das können wir natürlich machen. Das wäre mal mein Versuch. Gucken, ob das funktioniert. Also, dass wir quasi einen Lock auf die Loader States machen. Holen uns dann einen raus, den wir laden wollen. Das wäre dann Planet Index 2 to load. So, dann wäre unsere Query quasi das hier. First. Das wäre natürlich eine Art Priorisierung, die ein bisschen schwierig ist. Letztendlich laufen wir dann einfach durch die Liste durch, unsortiert, ohne irgendwie, naja. Key. To load. So, gleichzeitig werden wir in der Log aber dann Loading reinpacken. Ready. Unloading. Also, dass wir also zwischen States auch noch haben. Und dann können wir dem Loader States to load das Ganze dann auf Loading setzen. So, dann können wir nämlich hier drinnen do load to load. Und wenn wir fertig sind damit, setzen wir das auf Loading. Sofern in der Zwischenzeit nicht was anderes passiert ist. Und das ist das große Problem. Was passiert also, wenn wir, während wir laden, feststellen, dass wir es unloaden müssen? Oder ein zweites Mal laden? Also wir müssen aufpassen, dass wir uns die States nicht überschreiben beim Signalisieren der ganzen Geschichte. Das ist die Frage jetzt. Wie kriegen wir das hin? Wir laden das jetzt irgendwann. Also ich bin mal super naiv und sorge dafür, dass wir hier dann auch wieder einen Unload machen. Nicht einen Unload, Quatsch. Ready reinschreiben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass das hier klappt. Und gehen außerdem davon aus, dass wir in der Zwischenzeit keinen Mist machen. So, dann müssen wir dasselbe für den Unload theoretisch auch noch machen. Und vor allem müssen wir gucken, ob es überhaupt einen gibt, der hier rauskommt. Das kann natürlich auch potenziell passieren, dass hier nichts passiert. Also all diese potenziellen Probleme. Aber ich habe jetzt irgendwie gerade nicht sicher, ob wir das richtig synchronisiert kriegen. Weil in der Stelle, wo wir hier sind, da kann man natürlich jetzt. Geben. Ganz naiv mal hin und sag, okay, was kann denn potenziell passieren? Loader States i. So, was kann da drin stehen? Da kann ein Loading drin stehen.
Wahrscheinlich ergibt sich das jetzt gleich, wenn wir alles berücksichtigen. Break. So, dann kann es ein toUnload geben. Unloading kann es passieren. Und das war's, glaube ich. Ne? Jetzt haben wir sie alle. Loading, ready. ToLoad kann es auch noch geben. So. Wenn da ToLoad drin steht, dann heißt das, irgendjemand anders will das schon geladen haben. Easy. Der Fall ist irrelevant. So, wenn es schon geladen wird, dann ist das super, weil wir wollen, dass es geladen wird. Dann passiert das schon. Sehr schön. Wenn es ready ist, auch gut. Dann gibt es den potenziellen Fall, dass hier toUnload steht. Und toUnload wäre quasi der Flag, dass es beim nächsten Mal entladen werden soll. Und das ist cool, weil das können wir an der Stelle verhindern und sagen, LoaderStates i setzen wir zurück auf ready. Weil das bedeutet, das Ding ist geladen, aber jemand will, dass es entladen wird. Wenn wir das zurücksetzen auf ready, dann wird der Background-Thread das nicht mehr entladen und alles ist gut. Und dann gibt es noch die Chance, dass hier Unloading steht. Unloading wäre scheiße, weil dann sind wir direkt im Unloading-Prozess und müssten an der Stelle den Ladeprozess abfangen.